Guten Morgen. Ja, es ist wirklich sehr früh. Ich habe eine Mission. Bei mir daheim ist mein Laser verreckt. Ja, und ich muss noch einen Stockmeißel gravieren lassen jetzt. Zum Glück habe ich einen wirklich guten Freund, der auch einen Laser hat und sogar einen größeren wie ich. Mittlerweile, ich glaube der hat zwei. Auch sehr kleiner würde vollkommen ausreichen dafür. Und da fahren wir jetzt hin. Ja, ich hoffe, wenn er jetzt dann die Tür aufmacht, dass er nicht unbedingt im Boxershirt die Tür öffnet. Könnte passieren. So, dann greifen wir es mal an hier. So. Passt. Ja, dann. Puh. Erster Regen dieses Jahr. Also was heißt dieses Jahr? Mein Gott, seit 12 Wochen. Eigentlich so der erste richtige Regen, den wir heute Nacht hatten. Gestern soll es eigentlich den ganzen Tag regnen. Aber ja, war nichts. Da war kurz ein paar Tröpfchen und das war's. Also war nicht berauschend. Ich war ein bisschen traurig sogar. Aber heute Nacht hat es richtig stark geregnet. Und jetzt im Moment regnet es auch so leicht dahin. Ja, ich hoffe, es bleibt. Also nach meiner Meinung nach könnte es ruhig jetzt ein paar Tage einfach Vollgas regnen. Ich werde im nächsten Livestream, wenn ich mache, so im Hintergrund mal ein Video laufen lassen, wo ich mit der Drohne geflogen bin. Es ist alles vertrocknet. Ich weiß nicht, ob ihr das durchs Fenster seht. Ich kann da leider nicht nachschauen, was ihr am Display seht, weil die Kamera da einfach fest steht. Und ich sehe halt nicht wirklich was. Ich weiß, dass ich drauf bin und ja, ist alles extrem ausgetrocknet. Aber wirklich alles. Da, wo mal wieder so eine grüne Oase ist, wie hier, das ist da meistens, wo irgendein Weiher ist. Aber ja, hier in der Gegend geht es noch ein bisschen. Es ist zwar alles verdammt trocken, aber da sind die Weihern wenigstens nicht ausgetrocknet. Bei uns in der Gegend sind ja etliche Weiher komplett trocken. Ja. Die sind wirklich, ja. Jetzt hoffe ich, dass er da ist, der Kollege, beziehungsweise wir haben sie ja ausgemacht, also der ist mit Sicherheit da. Und dann die letzte Mission und dann geht's zum Jürgen. Das beim Jürgen werdet ihr ja schon gesehen haben im Livestream. So schön, der Regen. Wirklich so schön. Oh, ich muss mich noch rasieren, fällt mir gerade auf. So, angekommen beim Höllengerät. Nein, der 99er müsste es sein. Oder ist das von dir noch? Also mit dem Programm kenne ich mich schon mal nicht aus. Da bin ich raus. Doch, das ist schon schnell. Jetzt hat er noch ohne Luft schneit. Jetzt habe ich bloß die normale Unterstützung. Ja, das ist halt der Traum, ne? Wenn das alles so leicht rausgeht. Geil. Schön, das passt. Das ist geil. Das ist geil.
Eieiei, vor lauter letztem Jahr mit haben wir nicht mal mehr ein Schlussplädoyer gefilmt. Ich weiß nicht. Hier ist er. Ich hoffe, man sieht's. In Jürgen sei Stockmeißel. Viele haben es ja bestimmt schon gesehen, die Übergabe von dem Stockmeißel. Das Ding ist richtig gut, der ist richtig scharf und bleibt auch sehr lange sehr, sehr scharf. Das ist der einzige Stockmeißel, wo ich wirklich aufpasse, wo ich Angst habe, wenn er mal runterfällt. Ja, und ich habe keine gescheite Schuhe an. Und sogar bei den normalen Schuhen habe ich so ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, Respekt bei dem Ding, weil der ist wirklich scharf. Ja, und der Jürgen hat ja gesagt, sein Stockmeißel, es gehört zu meinem Stockmeißel, der muss immer gut scharf sein. Wie gesagt, das ist das Video dazu. So ist er entstanden, dieser Stockmeißel. Normalerweise habe ich die immer selber gelasert, aber mein Laser gibt langsam Geist auf. Für Holz oder so ist kein Problem, aber Metall gravieren, ja, da müsst ihr mir jetzt mal dahinter setzen im Winter und müsst da mal wieder basteln, dass der wieder vernünftig läuft. Und dann kann ich das in Zukunft wieder selber machen. Wie gesagt, da gibt es von diesem Stockmeißel gibt es dann nur 100 Stück Maximal Edition. Ja. Dann sage ich tschüss. Ich hoffe, das hat euch mal gefallen. War dann mal ein bisschen ein anderes Video. Geht mal nicht nur um Bienen, nur indirekt diesmal. Wer den Livestream noch nicht gesehen hat, vom Jürgen und mir, ich verlinke euch den da oben oder da oder da. Und dann sehen wir uns wieder. Ja. Immer als Feierabend. Ich war nämlich jetzt gerade noch hier oben. Ich habe die letzten APD ausgecheckt. Und ja, jetzt geht langsam alles so dem Ende zu. Jetzt geht es aufs Auffüttern. Und aber werdet ihr sehen. Kommt ein Video. Dann sage ich ciao und wir sehen uns. Und nicht vergessen, Daumen nach oben. Und wenn es noch keins habt, dann lasst ein Abo da. Ja. Dann verpasst in Zukunft da nichts mehr von irgendwelchen Aktionen, Rabattcodes, Blödsinn, alles. Ja. Bei mir ist ja alles geboten. Ciao.